Genau. Ach ne, Zimt können wir ja brennen. Brauchen wir ja auch dann, ne? Gesagt, wenn du Benzin brauchst oder so, ne, haben wir auch jede Menge. Ja, ich wüsste nicht wofür, aber dann. Ich habe auch noch keine großartige. Ich habe noch keinen. Gefunden. Ich habe noch kein Auto gefunden, was ich brauche. Wenn du die eine Redstone abgebaut hast, ne, dann bau die doch bitte hier hinten dran. Weil der läuft arschlangsam und da ist jetzt ein Stack Zimt. Also, ja. Das war. Wo hab ich denn? Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn der schneller läuft. Ja. Machen wir. Wen ich so denn finde. Ja. Solange nehme ich das mal da raus und schmeiße es einfach in seine Reihe. Ja. Hättest du da einfach hier in die Maschinenhalle schmeißen können? Was? Sterling-Motoren haben wir noch drei. Bringt nichts. Egal, kann man gerade bauen. Ist ja. So schwer. Ich hol noch mal. Wollen wir denn Glas? Hier hinten. Drinnen, ne? Hier. Ich geh noch mal an die Bäume. So langsam hält es. Hey. Clipping-Fehler schon bitte. Ah. Entschuldigung. Bäume, ja. Gummi holen. Ach, scheiß Jetpack. Manchmal geht er einem echt auf den Nerv. Ja, ja. Ja, ich meine, das Ding ist wirklich praktisch, aber manchmal nervt er halt. Man dann nur einfach mal eine Stufe hoch will oder so. Hatte ich da 49 oder sowas drin. Oha. Ah, es sind schon mal ein paar. Joa. Ah, wo ist es hin? Da. Das da. Was? Jetzt hat, glaube ich, mehr Bäume, weil beim letzten Mal habe ich so ein paar überflüssige abgebaut. Die, ja. Wo nichts dran war. Und habe neu gepflanzt. Okay. Ja. Okay, okay. Hoffentlich haben sie diesmal was dran. Ja, einer hat schon. Ja. Hat. Gibt. Ja. Na, einer schon wieder nicht. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Achso, ich komme. Vor lauter Zocken gar nicht zum Zocken. Achso. So viel auf der To-Do-Liste, dass man gar nicht hinterherkommt, ne? Ja. Ja. Haben wir noch irgendwo einen normalen Pflasterstein? Ja, drüben in der Dreckhöhle haben wir noch drei Kisten. Das hatte ich jetzt nicht mit rüber geschleppt. Das Gelepp. Hab was gefunden. Okay. Ja, so ein Stack oder so war, glaube ich, noch da, 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 da. So, sehe ich da irgendwas? Ah, grad nicht. Gut. 55 Gas. Was? Von den... Stinky Reason. Also für die Rubber... Ach ey, was ist denn hier los? Was, wo? Da war was komisch. Okay.
So, Extraktor. Hier liegt ja Zeug. Ja, deswegen sage ich ja, es war was komisch. War voll, ne? Ah. Voll komisch, genau. Ja, 10 und Silber. Verträgt sich nicht, dann schmeißt es raus. Oh, ich glaube, wir brauchen noch ein... Vermutlich noch ein... Noch so ein... Verstärker. Doch nicht. Geht noch. Achso, Schalter sitzt ja da vorne, dann geht's ja doch. Ja. Ja, Kupfer haben wir ja. Schon so ein 2-3 Stückchen. Ne? Ein bisschen, ja. Das sieht doch gut aus. Uns ist noch jede Menge am Werden. So. So. Ich hau wieder. Ah, ich muss mal aufladen gehen unten. Ist eigentlich noch genug hier in der MFE drin. Ah, 300.000. Ah. Genug. Ah, okay, bei mir Mühe. Ich habe bei mir Mühe, meinen Strom zu verbrauchen, so viel wie ich sonst immer produziere. Aber lieber mehr wie zu wenig, ne? Richtig. Ja. Refined Iron. Wo machen wir denn die Chests hin? Ich habe hier noch so eine Obsidian-Chest. Oh, du kannst ja erstmal in die Kiste, in irgendeine Kiste reinpacken. Also ich habe die anderen habe ich hier in der Holzkiste. Ne, hier sind die Deep Storage Units. Bei, oder stell sie da hin. Machen wir sie hier rein. Ja. Was haben wir denn noch alles Schönes hier? Sterling-Motoren. Ja. Ich wollte ja mal. Liebe Zuschauer, ich habe da die Rüstung nochmal gebaut und mal volllaufen lassen beim Farmen mit Energie. Weil das halt schon langweilig ist, ne? Und ich habe nochmal diese Power-Tool gebaut, das quasi ein Multifunktionswerkzeug. Boah, total cool das Ding. Warum ich jetzt so langsam laufe, die Rüstung ist halt schwer. So. Die Energie. Hast du einfach nur zu schwer gemacht? Boah, die wiegt ja nur 40 Kilo oder so. Ja, hättest einfach ein bisschen weniger Saft drauf gemacht. Ach, 5 Millionen Energie, was ist denn das? Ist doch nichts. Oder beziehungsweise gibt's auch einen Schnelllauf-Dingsbums, ne, für die Schuhe. Ja. Das kann man noch dran bauen, dann läuft der nämlich schön schnell. Ja. Brauchen wir 2 Iron Thruster. Was? Willst du ja? Gesundheit. Aber ich habe ja schon den Schockabsorber dran und... Na, Ion... Ich gucke einfach jetzt mal. Warte mal. Ion. Ion. So, zwei Seiten. So, Pflastersteine da hinten drin. Ach, kostet doch nichts. Arschteuer, verdammt. Ja, ein Force Field Emitter. Ach, dafür wollte ich die Enderperlen. Zu spät. Ja. Hättest du mal was gesagt. Genau. Hast du nicht. Ja. Ich könnte auch einen Unarte Tesserakt nehmen. Genau, Tesserakt, ne? Ja. Das erinnert mich an was erinnert mich das? Tor. Genau. Wollte ich gerade sagen. Aber Tor. Selbst dafür bräuchte ich dann Molten Ender. Also von daher brauche ich so oder so Enderaugen. Dann seht zu, dass du welche farmst. Und ein Tesserakt-Frame kriege ich durch Zinn oder hartes Glas. Wie kriegt der denn mal? So. Hartes Glas brauchst du hier die Advanced Alloy für. 2 Advanced Alloy und dann, ich glaube, 3, 6, 7 Glas. 7 normale Glas und dann hast du hartes Glas. Warte. Aber ich glaube, da kriegst du aus einem Ding, kriegst du, glaube ich, 8 Stück auch raus oder sowas. Soll ich mal probieren? Brauchst du welche? Also, wenn ich auf hartes Glas gehe, brauche ich da Lead Ingot? Oder. Reinforced Glas meinst du? Ne? Nein, hardened Glas. Ach so. Brauche ich Obsidianpulver und Lead. Okay. Ja.
Induction Smelter. Was der wohl kostet? Induction Furnace? So. Induction Smelter. Kann ich das jetzt einfach in dem anderen machen? ich weiß es noch nicht. Hardenglas. Naja, ich kann ja mal weiter gucken, was ich noch so bauen kann. Ich könnte zum Beispiel schon mal an das Tool, könnte ich schon mal die Werkzeuge dran packen. Axt, Schippe, Spitzhacke, das noch schön mit Dingensbums und hast du nicht gesehen, bestücken. Kuchen und Husten und genau. Hast du gesehen. An das Power Tool könnte man auch eine Plasma Cannon, einen Melee Assist und eine Railgun dran bauen. Ich weiß. Jo. Ah, es kostet halt echt verdammt viel Kohle. Kenn dem Ding. Ja. Es kostet dann der Kinetikgenerator. 2 Servomotoren, ach, das ist halt günstig. Ja, ist halt praktisch. Und Solargenerator, ach, der Solargenerator ist auch günstig. Probiere ich nämlich, glaube ich, mal das Ding aus. Ich leg die jetzt mal an. So, zack, 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 zack. Und dann noch, das lege ich mal hier hin. Boah, ich am Rennen. Na, 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 na. Sehr gut, finde ich gut. Jetzt ist nur noch die Frage, klappt das auch mit dem Nachbarn, hätte ich mal gesagt. Dass die Geräte die Drills und das Schwert und sowas. Den Drill ja. Schwert weiß ich nicht, aber den Bohrer auf jeden Fall. Es sei denn natürlich, du hast da hinten einen Pack auf dem Rücken noch.